Und hiermit ein herzliches Willkommen bei den Tux-Tagen 2023 am zweiten Tag schon. Ich bin wie immer nicht alleine und auf der anderen Seite haben wir einmal Lars. Hallo. Guten Morgen auch von meiner Seite, Sean. Gestern haben wir ja schon so ein bisschen angefangen, hier die Einsteiger ein bisschen begrüßen zu dürfen. Und heute starten wir so richtig durch mit unserem vollen Programm. Heute mit zwei Tracks sogar, dass wir dann gegen Mittag, ich habe das Programm vorhin nochmal gesehen, gegen Mittag, späten Mittag, so, dann auch zwei Räume haben, mit denen wir begleiten. Heute mit dem Highlight. Dann auch den Podcast heute Abend, dann, der dann um 9, 18 Uhr in der 3D-Welt dann auch live startet. Ganz coole Sache, habe ich mir so auch schon rausgesucht. Sean, hast du das ein oder andere Highlight, auf das du dich heute besonders freust? Absolut. Und zwar, die kommen tatsächlich jetzt demnächst auch schon, und zwar die Podiumsdiskussionen. Wir starten jetzt gleich in 10 Minuten mit der Podiumsdiskussion. Das Ende von Windows 10. Große Chance für Linux? Fragezeichen. Mal schauen. Dort haben wir sehr, sehr spannende Gäste eingeladen. In 10 Minuten geht es hier live los. Ihr könnt auch gerne live in den Chats mitdiskutieren. Ansonsten splittet sich das Ganze ab 14:30 Uhr dann sogar in zwei Tracks auf. Wodurch ihr dann auswählen könnt, okay, gut, welche Vorträge passen denn besser zu euch oder welche interessieren euch denn mehr? Und ansonsten geht es dann tatsächlich heute Abend sogar nochmal ins 3D-Gelände, wo wir dann gemeinsam einen Podcast aufnehmen werden. Da freue ich mich schon sehr darauf. Und ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir tatsächlich auch nochmal, oder beziehungsweise die Tux-Tage sind tatsächlich nicht ohne unsere Sponsoren möglich. Da möchten wir uns auch nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Wir haben heute oder dieses Jahr fünf am Start. Ich mache sie mal schnell auf. Wir haben einmal B1 Systems, die ganz groß mit dabei sind. Univention, FromDual, Velocitux und Plusline. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und ihr macht die Tux-Tage erst möglich. Die bieten tatsächlich auch Jobangebote an, teilweise fast alle. Schaut da gerne mal auf deren Webseiten oder auf der Tux-Tage-Webseite findet ihr auch nochmal eine Jobs-Wand oder eine Jobwand sozusagen. Da könnt ihr auch nochmal reinschauen. Dort sind dann auch nochmal einzelne Stellen aufgelistet, wenn euch das interessiert. Ja, wo kann man uns finden, Lars, heute? Ja, man findet uns auf Twitter und Mastodon. Dort kann man uns folgen, man kann uns Fragen stellen, Kommentare, Anregungen unter dem Hashtag Tuxtage könnt ihr da posten, uns erreichen, folgen, auch vielleicht ein paar Anregungen geben, wenn ihr das denn dann letztendlich auch wollt. Die Möglichkeiten, hier mit uns in Kontakt zu treten, sind nachher dann natürlich auch nochmal in der 3D-Welt gegeben. Da kann man auch Kontakt mit uns aufnehmen oder mit allen anderen aufnehmen, nicht nur immer zwangsläufig auch mit uns. Jeder ist dazu eingeladen, da kann man sich frei bewegen. Eine feine Sache, macht viel Spaß, haben wir ja auch im letzten Jahr so schon so ein bisschen vorangetrieben. Dieses Jahr noch ein bisschen besser, noch ein bisschen schöner. Das Team im Hintergrund hat sich da wirklich drum gekümmert und da was ganz Tolles auf die Beine gestellt mit einem. Sagen wir es mal vorsichtig, so relativ erheblichen Aufwand, weil das ist ja nicht mal alles so gerade eben gemacht, sondern alles selber erstellt. Sehr schön. Ich denke mal, das darf ich auch so sagen, weil ich nicht so direkt daran beteiligt bin, können diejenigen da auch sehr stolz drauf sein. Das hat nicht zwangsläufig so unbedingt immer jeder, vor allem nicht so individuell, wie wir das haben. Das ist ja mit Sicherheit auch das, wo man dann da auch immer so ein bisschen was gucken kann. Die Streams könnt ihr auf verschiedene Sachen, Arten und Weisen verfolgen. Wenn ihr wollt, findet ihr unter tuxtage.de verschiedene Möglichkeiten, euch den Livestream anzusehen. Nicht zu vergessen, auch auf das Archiv zu verweisen, das man bei uns natürlich auch findet über die vergangenen Jahre. Ich habe gestern schon, oder der Sean hat gestern auch schon darauf verwiesen, wir sind zum vierten Mal am Start. Ne? Und das ist halt eben so eine Sache, wo man immer wieder sieht, hey, wir haben auch ein Archiv angelegt für die Vorjahre, wenn ihr wollt und vielleicht nach Themen sucht, da dann nochmal das ein oder andere zu finden. Auch da hat man dann die Möglichkeit, nochmal sich hier vielleicht auch außerhalb der jetzigen Live-Vorträge dann nochmal bei so einem
nicht ganz so angenehmen Herbstmorgen, wie wir den hier heute haben, sich diese Videos auch anzusehen. Eine ganz, ganz feine Sache, aber nichtsdestotrotz gleich, wenn ihr wollt, eine ganz spannende Sache. Der Sean hat es gerade schon gesagt, in die Podiumsdiskussion mit einzusteigen. Sehr fein, so ein bisschen dazu lauschen, was denn da so momentan vielleicht auch abgeht. Ja, dann nochmal der Hinweis darauf, dass wir einen wunderschönen Shop bei uns auch auf tuxtage.de haben. Genau, Sean hat das selbstverständlich auch. Ein kleines Mauspad und viele andere Sachen, die ihr dort findet. Schaut einfach mal auf der Seite nach. Da gibt es allen möglichen Kram, den man sich dazu sagen, zu, den man sich dort sozusagen zulegen kann. Ich denke mal, für jeden Geschmack ist da ein bisschen was dabei. Kann man mal so ein bisschen rumgucken, sodass man dann auch außerhalb der Tux-Tage so ein bisschen da was von uns hat. Schon. Kannst du vielleicht so ein bisschen Ausblick geben, was uns bei der Podiumsdiskussion da so erwartet? Was wird der Schwerpunkt sein? Ja, absolut. Also bei der Podiumsdiskussion jetzt am Anfang geht es, ne, wie gesagt, schon um das Ende von Windows 10 und die Frage, ob wir da als Linux-Community vielleicht nochmal einen ganz, ganz neuen Start erleben können, beziehungsweise einen großen Zulauf. Da haben wir sehr, sehr spannende Gäste mit dabei. Einmal Thorsten Franz vom Ubuntu-Projekt, Michel Franken, den kennt vielleicht auch ein paar von euch. Der hat eben auch einen YouTube-Kanal und tatsächlich auch mal von einem ganz, ganz anderen Blickwinkel aus. Darauf bin ich auch sehr, sehr gespannt. Einmal Windows Area, ein Windows-YouTuber, sage ich mal, ja, mit dem ich tatsächlich noch nie was gemeinsam gemacht habe. Das wird heute das erste Mal sein, von daher, oder mit den beiden, es sind zwei eigentlich, und von daher bin ich da natürlich auch sehr, sehr gespannt. Aber auch die danach folgenden Podiumsdiskussionen würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich anzuschauen. Wir haben nämlich dieses Jahr nicht nur eine große, sondern wir haben drei große, würde ich mal sagen. Und zwar geht es dann um 11:55 Uhr mit der Podiumsdiskussion über Geschäftsmodelle im Open Source Spektrum weiter. Dort haben wir dann drei verschiedene Unternehmer eingeladen, die alle im Open Source Bereich genau tätig sind. Da hätten wir einmal Frank Karliczek drunter von Nextcloud, Birgit Becker von eGroupware und Daniel Menzel von der Menzel IT GmbH. Der hat auch einen klasse Vortrag bei den Chemnitzer Linux-Tagen über das Thema gehalten. Und später gibt es dann nochmal eine etwas spezifischere Podiumsdiskussion über containerbasierte Systeme, beziehungsweise imagebasierte Systeme, wie jetzt MicroOS, Silverblue und so weiter. Und da freue ich mich tatsächlich auch sehr, sehr stark darauf. Da haben wir auch zwei Vertreter eingeladen von einmal Silverblue und beziehungsweise MicroOS, die sich damit sehr groß beschäftigen. Und genau, also ich denke, das wird ein sehr, sehr schöner Tag. Natürlich noch ganz, ganz viele weitere Vorträge. Wir haben einmal Kaden live später. Wir haben einen allerersten englischen Vortrag und zwar Build a Virtual World with Work Adventure. Der geht um 17:05 Uhr hier auf dem Raum A los und auf Raum B geht es dann ab 14:30 Uhr los. Dort könnt ihr dann ganz einfach rumswitchen. Einmal zwischen Raum A und Raum B, entweder auf der Tux-Tage-Webseite findet ihr oben drei Buttons, da findet ihr das, könnt ihr direkt hin und her switchen. Und bei YouTube wird es dann einen zweiten Livestream auf linuxguides.de geben und dort findet ihr das dann auch tatsächlich dann ja zu gegebener Zeit. Dort haben wir dann einmal OpenCelium mit dabei, die Dodger-Tools von Hauke. MicroOS Desktop, also wer dann noch mal ein bisschen mehr mit einem containerbasierten bzw. imagebasierten System erfahren möchte, der ist heute auf jeden Fall ziemlich gut aufgehoben. Aber auch eine flexible Firewall mit Network Manager und Firewall D. Das ist nur eine Auswahl von den Programmpunkten, die wir heute haben. Von daher sind wir tatsächlich auch schon am Ende unserer Zeit heute angekommen. Wir freuen uns, dass ihr schon so zahlreich mit dabei seid. Ich freue mich jetzt auf ein sehr, sehr schönes Event mit vielen, vielen Austauschen, mit coolen Erfahrungen, die vielleicht jeder von uns machen wird. Und von daher bedanke ich mich ganz herzlich und wir sehen uns gleich in der Podiumsdiskussion, würde ich sagen. Viel Spaß und bis gleich.